Hallo Freunde, heute ist ein traumhafter Nusszopf dran mit richtig leckerem, fluffigem, weichem Hefeteig und ganz viel Nussfüllung. Es ist auch ganz, ganz einfach herzustellen, sehr einfach, kriegt jeder hin und mit richtig viel Füllung. Schaut mal, Freunde, richtig viel Füllung, schöner weicher Teig. Ist noch warm. Perfekt. Und zwar nehmen wir dafür zimmerwarme Butter. Wenn ihr keine zimmerwarme habt, sondern kalte, dann einfach in einem Pfännchen ganz sachte erwärmen. Dann habe ich hier einen halben Würfel Hefe hinein zerbröseln. Ein Ei. Zucker brauchen wir 3 Esslöffel. Und lauwarme Milch. Verrühren, bis sich Hefe aufgelöst hat. Jetzt nur noch das Mehl und das Ganze zu einem Teig verarbeiten. Ich habe hier etwas Pflanzenöl auf der Hand. Jetzt habe ich hier den Teig. Der braucht jetzt ein bisschen Ruhe, so halbe Stunde erstmal. Ich benetze den hier mit Öl. So, und lasse ihn jetzt zugedeckt halbe Stunde ruhen und dann geht's weiter. Da haben wir Zeit, um die Füllung vorzubereiten. Ich habe hier Zucker. Ich gebe dazu so einen halben Teelöffel Zimt. Ich habe hier Semmelbrösel, Haselnusskerne. Milch. Das Ganze gut verrühren. Finito. Halbe Stunde stand es an einer warmen Stelle. Ich habe eine Schüssel mit warmem Wasser aufgefüllt und das da reingestellt. Schaut mal, wunderbar aufgegangen. Jetzt mache ich etwas Pflanzenöl auf die Hand und auf die Arbeitsfläche. Statt Öl kann man auch einfach Mehl nehmen, was einem lieber ist. Nicht zu viel Öl. Dann kommt der Teig hierher. Kurz durchkneten und dann wird er ausgerollt. Ich tue das auch gleich schon mal ein bisschen in die Form bringen und dann rolle ich das aus. Ich habe hier ca. 35 cm auf ca. 20 cm. Hier wird jetzt unsere Füllung verteilt. Wisst ihr, was ich in jedem Video euch sagen will? Ich weiß auch nicht. Jedes Video verfolgt es mich und ich sage das aber nie. Das Leben ist einfach der Hammer. Es ist wunderschön. So, jetzt habe ich es gesagt. Nun rollen wir das ein von einem langen Ende. Ich frachte das jetzt in dem Zustand aus Backblech mit Backpapier mit der Naht nach unten. So ist es einfacher. So leicht zusammendrücken. Nun ein scharfes Messer und los geht's. Nicht von ganz hinten, sondern so 1-2 cm lassen. Schneide ich das in der Mitte durch. Und nun werden wir das zu einem Zopf machen. Ganz einfach. Und am besten so, dass die Schnittstelle nach oben zeigt. Schaut mich. Ich drehe das schon mal. Hier auch. Okay. Vorsichtig. Jawohl. Perfektiko. Und nochmal. Wunderschön. Das hier noch ein bisschen auf. Jawohl. Das ist schön. Jetzt werde ich den zugedeckt
gehen lassen. Jetzt braucht er wirklich mindestens eine halbe Stunde, am besten 40 Minuten. Und es ist schön, wenn es hier warm ist und jetzt nicht am kalten, offenen Fenster. Das wäre nicht gut. Perfekt. So wunderschön ist unser Zopf aufgegangen. Der Backofen heizt die letzten 10 Minuten auf. Nun kann das Ganze in den Backofen. Zwischen 30 und 35 Minuten braucht es im Backofen. Ich habe es jetzt nach 35 Minuten rausgeholt. Jetzt bleibt uns nur noch die Glasur. Ich habe hier Puderzucker und dazu gibt man entweder Zitronensaft oder normales Wasser. Und davon ganz wenig, so 1-2 Esslöffel. Lieber mit einem Esslöffel anfangen, einrühren und dann schauen, ob noch nötig. Denn wir brauchen eine richtig schöne, dickflüssige Masse. Und damit bestreichen wir unseren Zopf. So, der ist noch heiß, den habe ich gerade rausgeholt. Perfektico, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Freue mich wie immer über eure Likes, über eure Kommentare. Freue mich, wenn ihr das nachbackt. Vielen Dank und bis bald, eure Xenia.